Willkommen zum Short Review Review. 1983, besser um Weihnachten 1983, kam mit Star Wars Die Rückkehr der Jedi-Ritter ein Science-Fiction-Epos in die Kinos, welches mein junges Ich vollends in seinen Bann zog. Einklebealbum und Actionfiguren mussten her. Krieg der Sterne, wie damals noch Episode 4 eine neue Hoffnung hieß, und Das Imperium schlägt zurück, sah ich erst rückwirkend auf Videokassette. Im Fernsehen lief Star Wars zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Zur selben Zeit kamen auch die ersten Heimcomputerkonsolen mit dem Atari 2600. Mein Vater kaufte mir und meinem jüngeren Bruder ein gebrauchtes aus der Nachbarschaft. Natürlich die große Holzversion, die auch den Spitznamen Darth Vader hatte, weil sie an seine Maske erinnerte. Unter den paar gekauften Games fand sich auch dieses für mich ikonische Game, Star Wars The Empire Strikes Back. Allein das Cover zeigt einen der kultigsten Filmmomente, wie die Snowspeeder gegen die AT-ATs auf dem Planeten Hoth kämpfen. Es ist grandios gezeichnet und gibt einem das Actiongefühl. 1982 herausgebracht von der Firma Parker, die heutzutage zu Hasbro gehört. Weltbekannt durch Monopoly, darauf musste natürlich hingewiesen werden. Der Text, eine Videospielekassette von Parker für VCS Atari, zeigt, dass es die deutsche Box ist. Das Spiel erschien ebenfalls auf Mattels Intellivision. Die deutschen Parker-Boxen waren übrigens alle angeschrägt, während sie zum Beispiel in England, USA viereckig waren. Entwickelt und programmiert wurde es von Rex Bradford, der ebenfalls Star Wars Jedi Arena fürs Atari 2600 schuf. Später wirkte er an den bekannten Games System Shock und Empire Earth mit. Berühmtester Klon des Games, den es auch auf dem C64 gab, hieß Attack of the Mutant Camels. Der Titel sagt alles. Schauen wir uns zuerst die eindrucksvolle Box an. Die Vorderseite sagt mit dem tollen Motiv alles aus. Auf der Rückseite zwei Bilder aus dem Game. Die zwei Joysticks deuten eine Zwei-Spieler-Möglichkeit an, aber dazu später. 32 Spielvariationen. Klingt spektakulär, aber auch das später, wenn ich einen Blick in die Anleitung werfe. Die Spielkurzbeschreibung liegt in 6 Sprachen vor. Die Imperial Walkers nähern sich der Basis auf dem Eisplaneten Hoth. Wenn sie nicht aufgehalten werden, fliegt die gesamte Rebel-Basis in die Luft. Noch ist Zeit, also ab in den Snowspeeder. Ein Radarband kontrolliert das gesamte Schlachtfeld, in Klammern 8 Bildschirmbreiten. Während sie mit ihren Raketen versuchen, die Imperial Walkers zu schwächen und zu zerstören. Mit dem Steuerknüppel lassen sich der Snowspeeder und die Schnellschussraketen kontrollieren. Zielen sie auf eine Bombenluke, um einen Imperial Walker zu zerstören. Aber Achtung, es werden ihnen intelligente Bomben vom Imperial Walker folgen. Schießen sie diese ab oder lassen sie sich zerstören. Vielleicht landen sie in einem Tal, wo ihr Snowspeeder repariert wird. Sind sie im Besitz der Macht, sind die Imperial Walkers machtlos gegen sie. Es bedarf der ganzen Geschicklichkeit eines Piloten und allen Mutes eines Rebellen. Möge die Macht mit ihnen sein. Die Box lässt sich aufklappen. Darin findet sich das Modul in einem Parker-eigenen Design, eine Garantiekarte und eine umfangreiche Anleitung. Sie ist eigentlich viel zu groß für die Box und muss geknickt reingelegt werden, wodurch die Box nicht richtig schließt. Nicht gut durchdacht. Bevor ich die Anleitung durchgehe, lasst uns einfach mal ins Game reinschauen. Damals war ich hin und weg. Heute haut es keinen mehr um, denn damals spielte schon mehr Fantasie mit. Es war das Feeling, die Szene nachzuspielen. Lediglich Videospielautomaten hatten damals eine bessere Grafik. Aber das waren die Anfänge der Games und für uns damals weltbewegend. Für das einfache Spielprinzip, welches diese ikonische Filmszene nachspielen lässt, ist die Anleitung schon umfangreich und deshalb interessant anzuschauen. Kurz gespoilert, das Game kann nicht gewonnen werden. Irgendwann haben die Kampfläufer die Rebellenbasis erreicht. Letztlich ist es ein Highscore-Game. In der Einleitung heißt es: Der Angriff des Imperiums hat begonnen. Soeben bewegt sich eine Armee der Imperial Walkers in Richtung der Basis der Rebellen auf dem Eisplaneten Hoth. Erreichen sie ihn, so wird die gesamte Basis der Rebellen in die Luft gesprengt. Um dies zu verhindern, müssen sich die Rebellen auf ihre mit Raketen ausgerüsteten Snowspeeder verlassen. Diese sind zwar klein im Vergleich zu den riesigen Imperial Walkers, aber dafür auch schnell und wendig. Unter der Kontrolle eines klugen Captains können sie die Walkers zerstören. Also hinein in den Snowspeeder und aufgepasst bei der ersten Begegnung mit dem tödlichen Feind. Ziel des Spiels ist es, so viele Imperial Walkers wie möglich zu zerstören, bevor diese den Generator am Ende des Schlachtfelds erreicht haben, beziehungsweise bevor sie die Snowspeeder-Flotte zerstören.
Die Konsolensteuerung lasse ich mal aus. Angemerkt sei für die heutigen Computerspieler, ein Optionsmenü gab es damals nicht. Einige dieser Funktionen wurden von Hebeln auf der Atari-Konsole selbst übernommen, wie auch der Schwierigkeitsgradschalter. Position A bedeutete, der Landeplatz, auf dem der Snowspeeder repariert wird, verkleinert sich. Position B, der Landeplatz vergrößert sich. In einem Ein-Mann-Spiel ist der linke Schwierigkeitsschalter zu betätigen, im Zwei-Mann-Spiel benutzt der erste Spieler den linken, der zweite Spieler den rechten Schalter. Anwendung der Steuerknüppel. Achten Sie darauf, dass das jeweilige Kabel des Steuerknüppels fest in den Steuerungsbuchsen an der Rückwand des Videospiels steckt. Wenn nur ein Spieler spielt, muss der Steuerknüppel, der mit der linken Steuerungsbuchse verbunden ist, verwendet werden. Die Betätigung des Steuerknüppels lässt den Snowspeeder fliegen. Der Snowspeeder kann nach rechts, links, oben und unten fliegen. Und das bei verschiedenen Geschwindigkeiten. Um das Tempo zu verringern, einfach die Richtung ändern. Der rote Knopf löst die Raketen aus. Die Zeichnung erklärt gut den Bildschirm, auch wenn die Übersetzung teils falsch ist. Berge und Eiszone sind verständlich. Taler ist Quatsch. Im Englischen heißt es Valley, also Tal oder Senke. Basislage steht für die Position des Powergenerators, denn das Ziel der AT-ATs ist es, ihn zu zerstören, um den Schutzschild für die Bodentruppen auszuschalten. Das Schlachtfeld. Das Schlachtfeld befindet sich auf dem Eisplaneten Hoth und erstreckt sich über eine Fläche, die der achtfachen Bildschirmbreite entspricht. Das Radarband überwacht das ganze Schlachtfeld. Das Spiel. Ein Rebel Commander hat pro Spiel 5 Snowspeeder. Bei Spielbeginn erscheint der erste Snowspeeder in der Eiszone. Die restlichen erscheinen unter dem Radarband. Rechts aus dem Bild zu sehen, die 4 gelben Snowspeeder unter dem Radarband, also unsere Leben. Der helle Streifen unten ist das Radarband. Die Punkte, die 4 Kampfläufer. Die 2 Klammern stellen unseren derzeitigen Snowspeeder samt Position dar. Beginn der Aktion. Steuern Sie Ihren Snowspeeder nach unten, Klammern links, um den Imperial Walker zu begegnen, welche in einer Reihe von links nach rechts auftreten, und zwar zahlreich, jedoch ohne Überholmöglichkeit. Obwohl bis zu 5 Imperial Walkers zugleich auf dem Schlachtfeld erscheinen können, ist lediglich jeweils einer sichtbar. Radarband. Dieses dient dazu, eine Kontrolle über alle 5 Imperial Walkers zu behalten und um zu sehen, mit welchem der 5 der Kampf gerade stattfindet. Anmerkung. Wenn Ihr Snowspeeder den Bildschirm auf der einen Seite verlässt, taucht er auf der gegenüberliegenden Seite wieder auf. Wichtig! Sobald der anführende Imperial Walker das rechte Ende des Radarbandes erreicht, explodiert der Generator und das Spiel ist beendet. Aber bevor dies geschieht, ertönt ein Warnsignal und die Farbe des Himmels flackert. Zerstörung der Imperial Walkers. 48 Treffer sind notwendig, um einen Imperial Walker zu zerstören. Jede Gruppe von 8 Treffern schwächt den Imperial Walker um eine Stufe und lässt ihn seine Farbe ändern. Jede Farbänderung bedeutet, dass der Imperial Walker langsamer läuft, seltener schießt und ungenauer zielt. Er zeigt 5 Farbveränderungen, bevor er endgültig zerstört ist. Schwarz, Grau, Blau, Lila, Rot, Gelb und dann Knall. Weg ist er. Coole Beschreibung. Ein Snowspeeder kann den Imperial Walker auch von hinten anfliegen und angreifen, jedoch kann er ihn nicht durch Treffer an den Beinen schwächen oder zerstören. Es gibt auch eine schnellere Methode, den Imperial Walker zu zerstören, durch Abfeuern einer Rakete in eine Bombenluke. Bombenluken. Dies sind blitzende, bunte Vierecke, die von Zeit zu Zeit auf einem Imperial Walker erscheinen, jeweils an einer von 3 Stellen, kurz über dem Kopf, kurz darunter oder auf dem Rücken. Wenn eine solche Bombenluke getroffen wird, ist der Imperial Walker sofort zerstört. Ist ein Imperial Walker zerstört worden, erscheint sogleich ein neuer auf dem Schlachtfeld. Er ist noch stärker als der vorherige. Er kann schneller laufen, schneller und zielsicherer schießen. Deshalb, je länger das Spiel dauert, desto schwieriger wird es. Angriff der Imperial Walkers. Imperial Walker feuern tödliche Raketen auf Snowspeeder ab. Sie können einen Snowspeeder sogar verfolgen, zielen ihre Raketen durch Auf- oder Abwärtsbewegungen mit dem Kopf und können ebenfalls von hinten angreifen. Beschädigte Snowspeeder. Wird ein Snowspeeder von einer Rakete eines Imperial Walkers getroffen, ist er beschädigt. Dies zeigt sich durch eine Farbänderung. In einem solchen Fall ist die Gefahr größer, dass der Snowspeeder zerstört wird. Es bedarf 5 Treffer, in einigen Fällen auch weniger, um ihn zu zerstören. Reparaturen. Landet ein beschädigter Snowspeeder in einem Tal, ist er sofort wieder repariert. Er nimmt seine ursprüngliche Farbe wieder an, um dies zu kennzeichnen. Jedem Snowspeeder stehen 2 Reparaturen zu. Die Zerstörung eines Snowspeeders wird durch eine Explosion gekennzeichnet. Danach erscheint der nächste Snowspeeder auf dem Bildschirm. Es kann durch Betätigung des Steuerknüppels jederzeit weitergespielt werden. Der neue Snowspeeder fährt dort fort, wo der vorherige aufgehört hat. Das heißt, die Imperial Walkers verbleiben in der gleichen Position und im gleichen Zustand wie vorher. Also heißt es, außerhalb der Schusslinie der Imperial Walkers zu bleiben, bzw. ihre Raketen abzuschießen. Hat letztere Möglichkeit Erfolg, wird die Rakete explodieren. Aber hier heißt es auch aufpassen, da es bei manchen Explosionen eine Frühzündung gibt, die wiederum den Snowspeeder beschädigen kann. Die Macht. Wenn der Snowspeeder 2 Minuten lang in Aktion bleibt, wird die Macht mit ihm sein.
Nach dieser Zeit fängt er an zu blitzen. Die Macht hält 20 Sekunden an. Das heißt, der Snowspeeder ist unangreifbar und unzerstörbar. In einer solchen Phase gilt es also, ran an die Imperial Walkers und Feuer. Lustig, hier steht und Feuer. NB. Hat der Snowspeeder bereits eine Reparatur hinter sich, ermöglicht ihm die Macht zwei weitere Reparaturvorgänge. Spielende. Das Spiel ist dann beendet, wenn ein Imperial Walker die Basis erreicht hat oder alle Snowspeeder zerstört sind. Spielvariationen. Es gibt 32 Spielvariationen. Spiele 1 bis 16 sind für eine Person, 17 bis 32 für zwei. Siehe Tabelle. Diese Variationen lassen sich über die Atari-Konsole mit dem entsprechenden Hebel einstellen. Damals musste der Schwierigkeitsgrad manuell justiert werden. Die Variationen lassen sich wie folgt beschreiben. Intelligente Bomben. Ab und zu entlässt die Bombenluke eine intelligente Bombe. Diese fliegt nach einem schlingernden Muster und kann den Snowspeeder verfolgen. Sie kann entweder abgeschossen werden, dafür gibt es Punkte, oder der Snowspeeder kann versuchen zu fliehen, bis er vom Bildschirm verschwunden ist. Trifft eine intelligente Bombe einen Snowspeeder, wird dieser entweder beschädigt oder gar vernichtet. Intelligente Bomben sind in der Lage, größeren Schaden anzurichten als die Raketen des Imperial Walkers. Falls also der Snowspeeder bereits beschädigt ist, wird ein Treffer einer intelligenten Bombe ihn höchstwahrscheinlich zerstören. Massive Läufer. Imperial Walkers. In einem Spiel mit massiven Läufern bedarf es einiger Flugkünste. Bei diesem Spiel ist es nicht möglich, den massiven Läufern direkt mit dem Snowspeeder anzugreifen. Man kann lediglich durch seine Beine hindurchfliegen. Findet ein solcher direkter Zusammenstoß statt, explodiert der Snowspeeder und der Läufer verändert seine Farbe um 3 Stufen, das heißt, er wird schwächer. Ist ein Läufer bereits lila oder gar schwächer, wird er bei einem solchen Zusammenstoß gänzlich zerstört. Zwei-Personen-Spiele. In den Spielen 17 bis 32 für zwei Spieler wechseln sich die Spieler als Pilot eines Snowspeeders ab. Der linke Spieler beginnt. Die Ergebnisse jeden Spielers werden während des Spiels angezeigt. Die Gesamtergebnisse erscheinen abwechselnd am Spielende. In einem Zweierspiel scheidet der anführende Imperial Walker aus, wenn er die Basis gesprengt hat. Der Gegner kann jedoch so lange weiterspielen, wie er die Basis verteidigen kann. In einem Zweierspiel fängt mit jedem neuen Snowspeeder das Spiel wieder von vorne an. 5 Imperial Walkers nähern sich von links. Mit anderen Worten, der zweite Snowspeeder kann nicht dort weiterkämpfen, wo der erste aufgehört hat. Kampfstrategie. Hinweise. A. Immer auf das Radarband achten, um über die Positionen aller Imperial Walker informiert zu sein, besonders die des Anführers, und um die Übersicht darüber zu behalten, mit welchem Imperial Walker gerade auf dem Bildschirm gekämpft wird. B. Es empfiehlt sich, den Anführer der Imperial Walkers zu schwächen, ohne ihn zu zerstören. Dadurch verlangsamt sich automatisch das Tempo der anderen Imperial Walkers, bevor der Anführer die Basis erreicht. Es ist auch taktisch klug, den letzten Imperial Walker zu schwächen, ohne ihn zu zerstören, da dies das Nachrücken von neuen und stärkeren Imperial Walkers für die Zerstörten verlangsamt. C. Lassen Sie den Imperial Walker auf die Spur Ihres Snowspeeders kommen, wechseln Sie dann schnell die Position und greifen Sie von einem sicheren Punkt aus an. D. In einem Spiel mit massiven Läufern könnte es vorkommen, dass Sie mit Ihrem Snowspeeder direkt den Imperial Walker angreifen möchten, falls sonst keine andere Möglichkeit besteht, ihn von der Basis abzuhalten. In diesem Fall gibt es 25 Punkte und es darf weitergespielt werden, wenn weitere Snowspeeder im Spiel sind. Punkterechnung. Die Punkte erscheinen während jedes Snowspeeder-Kampfes unten am Bildschirm. Mit jedem zusätzlichen Snowspeeder werden die Punkte gesammelt und das Gesamtergebnis am Spielende angezeigt. Und so wird gezählt. Treffen eines Imperial Walkers mittels einer Rakete. 1 Punkt. Abschießen einer Imperial Walker Rakete im Flug. 10 Punkte. Zusammenstoß zwischen Snowspeeder und Imperial Walker ohne Zerstörung des Imperial Walkers. 25 Punkte. Zerstörung eines Imperial Walker. 50 Punkte. Treffen einer Bombenluke, welches die Zerstörung eines Imperial Walker zur Folge hat. 100 Punkte. Abschießen einer intelligenten Bombe. 100 Punkte. Bonus. Für jede 2000 Punkte gibt es einen zusätzlichen Snowspeeder. Spielvariation Tabelle. Der Schwierigkeitsgrad erhöht sich alle 4 Spiele. Je höher die Spielnummer, desto flinker laufen die Imperial Walkers und schneller und zielsicherer schießen sie. Nach Auswahl einer Spielnummer erscheint eines dieser folgenden Symbole auf dem Bildschirm. Ein Männchen, Spiel für eine Person. Zwei Männchen, Spiel für zwei Personen. In dieser Tabelle gut zu sehen, eigentlich gibt es 4 Schwierigkeitsgrade und 4 Spielvariationen. Gleiche können dann mit 2 Spielern ebenso gespielt werden. Sicherlich ist die Anleitung aus heutiger Sicht viel zu umfangreich und detailversehen, was aber auch daran liegt, dass Videospiele damals noch neu waren und nicht jeder sie gleich verstand. Ich finde sie einfach wunderbar nostalgisch und deswegen habe ich sie ja ausführlich betrachtet. Die Grafik war damals einfach und sehr grobkörnig, eben zweckgebunden an den damaligen technischen Möglichkeiten. Musikalisch gab es sogar kurz das Star Wars Theme zu hören, wenn auch im MIDI-Sound. Die Soundeffekte sind minimal. Deutlich ist das Stampfen der Läufer zu hören. Laserschüsse, Explosionen und Warnsignal sind verständlich. Einfach, aber damals war es so. Und mich störte es nicht. Die Fantasie spielt immer mit. Ich war im Star Wars-Universum, wenn ich dieses Spiel gespielt habe. Und fühlte mich wie Luke Skywalker, der gegen die AT-ATs kämpfte. Hier mal eine Werbeseite aus Amerika. Jetzt hast du die Chance, zurückzuschlagen.
Mit Star Wars The Empire Strikes Back fürs Atari 2600 verbinde ich Erinnerungen an meine Kindheit. Und es ist auf seine Art ein Stück Videospielgeschichte. Gerade die tolle Box ist ein Schmuckstück für meine Sammlung. Danke fürs Zuschauen. Freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald und möge die Macht mit euch sein. Thank you.